Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ich bin's, euer T-Bar, und wir befinden uns in einem neuen Part des LPs. Was ihr hier im Hintergrund seht, was da so schön lila gelblich leuchtet, ist der Antrieb der Shuttles, den ich gerade nochmal zu Testzwecken gezündet habe. Ihr seht hier unten Testzündung der Shuttle-Antrieb steht dort als Untertitel. Und in diesem Antrieb, in diesem ganzen Feuersturm und alles Mögliche, befindet sich Mr. Invincible, so wie ich ihn immer nenne. Also dieses unbesiegbare Viech des komischen Professors, das verbrennt hier gerade kläglich. Und ich habe herausgefunden, nach ein bisschen, naja, sage ich jetzt mal, Offscreen spielen, wie ich denn das mit der Shuttle-Reparatur hinbekomme. Und ja, man muss wirklich dieses Viech da in diesen Antrieb da reinschicken. Und ich hatte auch letztes Mal einen Bug gehabt, weil ich hatte zum Beispiel während der Aufnahme keine anderen Monster gehabt, sondern nur dieses komische unbesiegbare Vieh, Mr. Invincible. Und das war eben Bug. Und ich habe mich dann einfach töten lassen während der letzten Aufnahme. Das habt ihr sicherlich auch gesehen. Wenn nicht, dann schaut einfach noch meinen letzten Part. Und von daher sozusagen habe ich das Ganze nochmal neu laden lassen und bin wieder in den Raum gegangen und hatte jetzt auch Monster alles gehabt, weil ich mich erkundigt hatte, hatte. Und in anderen Videos oder auch ja, Texteinträgen stand eben, wie man das machen soll und dass da eben andere Monster sind. Das war bei mir eben nicht der Fall. Das habe ich jetzt hier dann doch so lösen können. So, schauen wir mal weiter. So, da ist er gerade verbrannt. Da liegt der Rest. Und dann ist ein anderes Viech. Und dann seht ihr, können wir das aktivieren. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Alles klar. Machen wir. Ihnen viel Glück und geht er da jetzt rein oder was macht er da jetzt? So, Docking-Halterung gelöst. Aufgabe erfüllt. Shuttle-Sicherung gelöst. Okay. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Oh, wir kriegen ja einen Energieknoten für das Vieh. Pam. Kann man das da runterstoßen? Ja! Fliegt davon! Oh, hier ist sein Kopf. Das ist hier Zero G Football. Oder Zero G Soccer, besser gesagt. Ist jetzt ein kleiner Dead Space Insider. Da müsst ihr die anderen Parts gesehen haben. Oh nein, da ist er weg. Naja, gut, das war's. Okay, wir haben in dem Raum hier alles erledigt. Und gehen jetzt nun zurück. Es hat endlich geklappt. Und wir sollen jetzt dann mithelfen, den Marker, sprich dieses Artefakt, zu transportieren. Meine Leben sind, naja, bei der Hälfte. Was haben wir denn so im Inventar? Mittleres Medipack können wir mal einschmeißen, glaube ich. Jo, sind wir wieder fast voll und ganz bei Kräften. Das ist doch gar nicht so schlecht. Munition sieht auch noch ganz gut aus. Wir müssen noch jetzt wie lang, ne? Ja. So, unsere Aufgabe ist jetzt. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will hier hin. Genau. Zum Flight Deck. Kain ist auf dem Weg zur Hangarbucht. Er will mich auf dem Flight Deck treffen, um dort den Marker an Bord des Shuttle zu laden. Dann können wir runter auf den Planeten fliegen. Und da müsste dann auf dem Planeten wahrscheinlich auch dieses kognitive irgendwas ich sein oder kann irgendwas da, ne? Also dieses kollektive ich heißt es genau. Irgendwie, das ist so ein Riesenvieh, was alle
Nekromorph miteinander verbindet und die steuert und so weiter. Und wenn wir das Ding eben ausschalten auf dem Planeten, dann ist hier erstmal Ruhe im Schacht, Schicht im Schacht. Aber dazu brauchen wir irgendwie auch den Marker. So, ich ging jetzt wahrscheinlich zurück zur Mornodon-Station. Aber der Weg dahin ist weit und die Monster wahrscheinlich zahlreich. So. Einmal quer durch. So ganz traue ich dem Ganzen ja dann noch nicht. Oh. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Nein, ist toll. Okay, um kurz zusammenzufassen, das war der verrückte Professor, dessen Mr. Invincible nun Geschichte ist. Und so wie es aussah, hat der Mr. Invincible sich gerade geopfert, weil er ja so ein religiöser Supermensch ist und da ja Religion über allem steht, völliger Blödsinn, hat er sich jetzt irgendwie geopfert und da war dieses komische Viech, was normale Menschen in diese schwarzen, rennfreudigen Gestalten verwandelt, die dann auf einen zurennen und so weiter und so fort. Und recht viel aushalten können. Wahrscheinlich ist das dann nochmal so ein Zwischenboss, der uns hier an der Mornodon-Station erwartet. So sah das nämlich vom Hintergrund her aus. Das heißt, wir verschwenden nochmal ein bisschen Munition. Kacken uns nochmal kurz in die Hose und dann haben wir das Level hier geschafft. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn jetzt hier raus? Da. Hallo. Ach so, hier sind wir. Wo der verrückte Professor da, also nicht der Verrückte, sondern der andere Verrückte, der unser Freund ist, auf uns gewartet hat. Irgendwie gefällt mir nicht. Wenn man jetzt hier gerade 2 Minuten ohne Monster zugebracht hat, gefällt mir nicht. Da ist er! Da ist der Knilch! Wir waren schnell genug. Sonst hätte das Viech ihn, glaube ich, noch verwandelt. Alter, jetzt ist hier. Boah. Es wird gerade so dunkel, oder? Hab ich recht? Man sieht aber echt alles, oder? Da ist wirklich kein Fetzenhaut mehr dran. Guten Appetit. So, wir haben ja noch einen Energieknoten bekommen. Ich weiß gerade spontan gar nicht, wie viel wir haben. So, einen nur. Na ja, das können wir uns sparen. Da warte ich dann bis zum nächsten Level, wo wir dann vielleicht 2 oder 3 haben. Und da können wir dann doch noch ein bisschen mehr investieren. Speichern wir nochmal kurz. Hätte jetzt echt gedacht, das wird ein bisschen anspruchsvoller. Aber wahrscheinlich haben wir da ganz gut und schnell reagiert. Und dann ging das auch einigermaßen. Was? Immer dieser Rector-Effekt. Hallo? Oh, diese Alte macht mich fertig. Okay, das war's echt. Ich bin jetzt hier nämlich ganz schnell durch den Raum gerannt, weil ich dachte, jetzt kommt wieder ein Vieh. Aber okay, dann eben nicht. Dann war es das jetzt mal mit dem Kapitel. Ja, ich weiß, das wollte ich ja letztes Mal schon machen. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Abgeschlossen. Wie gesagt, das wollte ich ja schon letztes Mal beendet haben, aber da war das eben so komisch mit dem Bug und allem und ich wusste nicht mehr so wirklich weiter. So, Kapitel 11, alternative Lösungen. Auf geht's zum Flight Deck, wo wir, glaube ich, noch gar nicht waren. Waren ja in teilweise in Bereichen des Schiffes mehrmals. Aber im Flight Deck waren wir, glaube ich, noch gar nicht. So, angekommen. Sehen wir nun
erstmal eine Umgebung, die uns nicht gerade fremd ist. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Aufgaben zugefügt. Okay. Werkbank brauchen wir momentan erstmal nicht. Wie wir bereits wissen, haben wir nur einen Energieknoten. Ey! Straßenpark, haben wir ja nicht genug davon. Haben wir nur 6 Straßenparks. Na gut. Ich sehe da noch einen Halbleiter in Rubin, den wir mal eben spontan verkaufen werden. Wir haben noch einen Halbleiter in Gold im Inventar. Das ist ja verkaufen. Yo, und Halbleiter Rubin bringt uns nochmal 10.000. Nicht schlecht. So, von 7.000 mal kurz auf 20.000. Knapp 500 Credits. Ist doch mal nicht schlecht. Stasepacks werden wir dringend benötigen, glaube ich. Aber 6 Stasepacks ist noch ein bisschen viel. Packen wir mal einen Safe hier. 5. Ja, machen wir mal noch eins in Safe. So, das war 4 mit haben, das ist dann wirklich doch schon eine ganze Menge. Da brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Und falls doch es am Ende des Levels knapp wird, haben wir immer noch 2 im Safe, das ist so ganz gut. Plasma-Energie 24, das sind 2 Magazine, Laserkanone 3 und dann noch, na gut, 1 haben wir immer noch in der Waffe geladen. Sprich, so haben wir 3, da haben wir insgesamt 4, da haben wir jetzt auch nochmal, das sind 1, na 1,5, sind 2,5 plus dem in der Waffe und Energiekanone haben wir eigentlich auch noch ein bisschen. Plus die Munition, die wir unterwegs finden. Ja. Ich kaufe trotzdem mal was, weil gar nichts kaufen ist eigentlich eine doofe Idee. Man kann sich nie auf dem ausruhen, auf dem, was man hat, sondern sollte schon immer ein bisschen vorsorgen. So. Was haben wir denn so im Safe? Haben wir ein bisschen Laserkanonenmunition, Stasepacks, einen kleinen Luftkanister. Okay. Gut. Okidoki. Dann würde ich sagen, geht's los. Was steht da? Monorail Zutritt nur für autorisiertes Personal. Ja, das haben wir schon aufgelesen. Monorail Station, Halle. Okay. Ui! Ist nochmal ein Empfang. Blut klebt noch an der Wand, also erwischt haben wir ihn. Hilfe. Ich trau mich nicht. Kommt mir das gerade sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt vor. Als ob wir schon mal waren. Dieses Vieh, es macht mich fertig. Ich glaube, wir waren hier wirklich schon mal. Entschuldigung für das Räuspern. Report all injuries at once. Ich glaube, wir waren ja wirklich schon mal. Und zwar waren wir nämlich schon mal im allerersten Kapitel, glaube ich. Im allerersten Kapitel, ja. Achso, jetzt haben wir hier Kapitel 9, da ist Kapitel 11. Ich mach mal hier. So. Wir waren nämlich, glaube ich, schon mal im allerersten Kapitel oder im zweiten war das. Da war ich hier nämlich auch, bin durch irgendeine Tür gekommen und wollte hier, ich glaube durch die da hinten. Oder es sieht einfach nur genauso aus und die Game Designer haben sich hier nicht viel Mühe gegeben, das irgendwie zu verändern. Bin ich nämlich da hinten durch die Tür,
Da ging es da auch lang und wollte hinten da aufs Klo, um mal zu gucken, was da so ist. Und auf einmal wurde alles dunkel, stockduster. Ich habe Panik gekriegt, bin zurück zur Tür gerannt und bin dann doch nicht aufs Klo gegangen. Also da in die Toiletten, jetzt nicht da wirklich aufs Klo, Mann. No God, no fear, no God, no fear. Ja, kein Gott, keine Angst. Gibt's keine Religion, gibt's auch keine Kriege. So einfach ist das. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber dear God, keep us safe from monsters. Es gibt doch keinen Gott. Ich meine jetzt nichts gegen irgendwelche Leute, also gegen Gläubige, oder... Moment. Die Schizophrenie wird stärker. Wir hören die Stimmen in unserem Kopf. So, ich speichere nochmal ganz kurz, weil, sagen wir mal, wir sterben im nächsten Raum und müssen dann nochmal aufs Klo da und die komischen Items einsammeln. Das braucht nur Zeit. So. Ja, wie gesagt, natürlich jetzt nichts gegen dich jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie gläubig bist oder so. What the fuck? Meine Frauenstimme hat wieder zugeschlagen. Ich wusste nur nicht gerade von wo es kommt. Ah, da unten ist irgendwas. Und da das Ding ja vorhin auch an diesem Gang war, dachte ich, es ist auf einmal hinter uns. Ich bin einfach wie ein Angsthase rausgerannt. Thank you.